alle lieben, den Sieg zu haben in unserem Leben. Dieses Gefühl von, ich habe etwas überwunden, ich habe etwas errungen, ich habe gesiegt. Eine Prüfungssituation siegreich bestanden. Eine herausfordernde Situation, die uns lange beschäftigt hat, wo wir lange uns reingestresst haben, wo wir lange gelernt haben, gearbeitet haben, studiert haben, trainiert haben. Und jetzt endlich ist der Augenblick gekommen, wo wir uns belohnt sehen. Manchmal belohnen wir uns selbst, weil wir dieses Gefühl haben wollen, ich habe gesiegt. Wir zeigen gerne die Bilder unserer Siege. Diese Bilder, die uns als strahlende Sieger zeigen in einer Situation, wo wir erleichtert sind, etwas überwunden zu haben. Wir reden gerne von den Situationen, von den Dingen, wo wir Sieg geschmeckt haben. Sieg schmeckt gut. Und am liebsten würden wir immer dieses Gefühl von diesem, ich stehe auf dem Treppchen des Sieges, auf diesem Siegertreppchen. Am liebsten würden wir dieses Gefühl mindestens einmal jeden Tag erleben. Wäre da nicht das Festhalten, wäre da nicht das Überwinden müssen, das Angehen trotz Schmerzen, das Dranbleiben trotz Herausforderung, das Ausstrecken, trotzdem es so schwierig aussieht. Wir würden am liebsten immer Sieg haben. Aber die Bibel spricht sehr, sehr deutlich von dem Überwinden. In der Offenbarung lesen wir, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Überwinden, siegreich sein, das können wir nur in der Kraft Jesu, nicht in unserer eigenen Kraft. Es gibt Situationen, in denen wir wirklich überwinden, nur weil die Kraft Gottes in uns es hervorgebracht hat. Sieg schmeckt gut. Ich habe von einem Mann gelesen, der in der Zeit der Azusa Street in seinen Jugendjahren mit dabei war. Er hat Wunder und Zeichen erlebt. Er hat diese Bewegung des Heiligen Geistes gesehen. Er hat sie erlebt. Er hat für Leute gebetet. Sie wurden geheilt. Und er war total ergriffen von dieser Bewegung. Viele, die damals mit dabei waren, gingen aber, nachdem diese Erweckungsbewegung zum Ende kam, überall hin und sie gründeten Gemeinden. Sie gingen als Evangelisten, als Missionare, als Pastoren und sie verkündeten das Evangelium des Reiches und der Kraft überall. Nur er nicht. Er blieb dort und er blieb sitzen und er trauerte über diese Siege, die er geschmeckt hatte, über diese Siege, die er erlebt hatte und gesehen hatte. Er weinte jeden Tag über diese erlebte Bewegung Gottes, die jetzt anscheinend nicht mehr da war. Und selbst nach 50 Jahren weinte er immer noch. Und jemand kam zu ihm und wollte ihn trösten und sagte, du, da gibt es doch diese Prophetie. Es wird wieder zu einer Bewegung Gottes, zu einer außergewöhnlichen Bewegung Gottes, auch des Heiligen Geistes. Es wird wieder zu solch einer Bewegung kommen. Und traurig antwortete er, dann werde ich nicht mehr da sein. Dieser Mann ist sitzen geblieben an den vergangenen Siegen. Und er hat nicht das Feuer mitgenommen, um es in seine persönlichen nächsten Siege hineinzutragen. Er hat nicht die Situation überwunden mit dem Herrn, um weiterzugehen in seine eigenen neuen Siege, die Gott für ihn eigentlich vorbereitet hatte. Das soll bei dir und bei mir nicht so sein. Wer überwindet, dem werde ich, so sagt es dieser Text aus Offenbarung. Wer überwindet, bleibt dran,
Schau aus nach dem nächsten Sieg, nach dem nächsten, was Gott für dich vorbereitet hat, wo du wieder überwinden wirst in der Kraft des Geistes, in der Kraft Jesu, und du wirst Sieg haben. Gott hat mehr für dich.